Ich bin Vera Meier, ich bin Biotechnologin und ich arbeite mit Pilzen. Ich bin Sven Pfeiffer, ich unterrichte an der UdK Digitales und Experimentelles Entwerfen und arbeite mit Computern. Eigentlich kommt der Kontakt über eine gemeinsame oder eigentlich zwei Ausstellungen, die wir jeweils gemacht haben im Futurium in Berlin, ein Zukunftsmuseum, die sich mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigten. Das eine war das Thema der Pilze, das andere war das Thema der additiven Fabrikation mit einem Roboter. Genau, und Sven hatte mich im Vorfeld per E-Mail kontaktiert, wollen wir nicht irgendwie zusammenkommen? Und dann habe ich gesagt, oh ja, klar, auf jeden Fall. Wir könnten ja die Futuriumsausstellung, die Eröffnung, die Vernissage nutzen zum gemeinsamen Kennenlernen, weil ich vorher nicht Zeit hatte. So, und dann war der Abend der Eröffnung und ich gehe die Treppe runter zum Futurium Lab. Und wenn man die Treppe runtergeht, sieht man genau gegenüber das Ausstellungsbereich von Svens Arbeiten. Und ohne dass ich wusste, dass das Svens Arbeiten sind, also ich habe diese Dinge gesehen, diese quasi 3D gedruckten Materialien. Ich habe den Roboter gesehen da hinten und dachte so bei mir, boah, mit dem muss ich unbedingt zusammenarbeiten. Da wusste ich gar nicht, dass du bist. Und ja, so hat sich das irgendwie gefügt. Ich glaube, an dem Abend selber haben wir uns gar nicht, da war so viel Trubel auf den beiden Ausstellungsflächen, da haben wir uns gar nicht Genau. treffen und reden können. Das haben wir dann irgendwie die Woche danach nachgeholt und dann festgestellt, da kommen tatsächlich zwei Welten zusammen, also digitales Design und Pilzbiotechnologie, die was Neues entstehen lassen, unsere Bausteine hier. Die Grundidee ist eigentlich, also die mich antreibt als Pilzbiotechnologin und mein ganzes Team, wie können wir beitragen zu einer nachhaltigen Zukunft? Und der Witz ist der, Pilze sind die einzigen Organismen auf der Erde, die tatsächlich pflanzliche Biomasse, tote Biomasse abbauen kann. Und wenn man jetzt in Richtung Kreislaufwirtschaft denkt, also Stichworte auch Bioökonomie denkt, kommt man eigentlich an diesen Pilzen gar nicht vorbei. Es entstehen ganz viele Abfälle in der Agrar- und Forstwirtschaft, die jetzt nicht für irgendwelche Industrien genutzt werden. Und die Idee war, auf diesen Abfallstoffen können Pilze wunderbar wachsen. Und wenn man weiß, um welche Pilze es sich handelt, und wenn man weiß, wie man das kultiviert sozusagen, biotechnologisch die Kultivierung ansetzt, kann man quasi dann auf die Idee kommen, okay, man stellt solche Verbundwerkstoffe her, wie hier zu sehen sind. Und der Schritt in die Anwendung, den können wir ja nicht leisten. Also wir sind, wie gesagt, wir können uns über die Pilze und die Technologie uns Gedanken machen, aber die Anwender wären dann zum Beispiel Architekten wie Sven. Genau, wir machen uns Gedanken darüber, wie wir in Zukunft leben wollen und auch müssen, weil natürlich ganz, ganz viele Fragen jetzt im Raum stehen. Man sieht, wie der Klimawandel an Fahrt aufnimmt. Das sind Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen und versuchen jetzt eben einerseits durch neue digitale Technologien den Prozess so zu gestalten, dass er so wird, wie wir ihn gerne hätten. Das heißt aber auch, dass wir uns mit neuen Materialien auseinandersetzen müssen. Im Bauen ist es ja so, seit der Moderne könnte man sagen, dass wir stark über so ganz glatte, abwaschbare Oberflächen nachdenken, die aus Werkstoffen entstehen, die einfach nicht nachhaltig sind, die sehr, sehr viel Energie brauchen, um sie herzustellen und auch schwer sozusagen rezyklierbar sind. Und da ist natürlich dieses Material eine wunderbare Möglichkeit, da viele Themen anzugehen. Es ist sozusagen rezyklierbar, hat auch eine eigene Ästhetik. Das ist natürlich auch eine sehr spannende Frage daran. Na, was mich bei der ganzen Thematik vor allem vorantreibt, ist eigentlich in der Frage, wie wir Zukunft begreifen und sehen, auch tatsächlich mal ein positives Narrativ zu setzen und all diesen Dystopien, die uns begegnen und Klimawandel und steigender Wasserspiegel und Bevölkerung, also Wanderung von Bevölkerung, Migration, da etwas Positives entgegenzusetzen. Und ich sehe halt in dieser Möglichkeit, temporär zum Beispiel Häuser zu bauen, die jetzt vielleicht nicht 100, 200 Jahre halten müssen, sondern vielleicht nur 10 oder 20, mit Hilfe dieser Pilzkomposite, eine positive Antwort auf die Fragen zum Beispiel für Migrationsbewegungen. Der Wasserspiegel wird ja, der Meeresspiegel wird ja steigen. Die Frage ist eigentlich nur, glaube ich, um wie viel Meter.
Und wenn man jetzt auch sein eigenes Leben reflektiert, wie häufig sind wir umgezogen als Kinder, als Studierende, dann Familie gegründet, dann baut man vielleicht ein Haus, ja, also eine Familie, die sich gründet. Und irgendwann stellt sie dann fest, sie braucht ein Kinderzimmer und dann ziehen aber die Kinder aus, dann braucht man diese Kinderzimmer nicht mehr, dann überlegt man sich, was machen wir mit dem Haus oder mit den Räumen, dann baut man wieder um, irgendwann ist man alter, dann baut man wieder um. Und ständig bei diesen Bauprozessen werden Ressourcen genutzt und Energie verbraucht, die man vielleicht einsparen könnte, wenn man von vornherein quasi mit Materialien arbeitet, die recycelt. Das heißt, vielleicht das Außenhaus muss vielleicht stabil sein und 50, 100 Jahre halten, aber innen drin, das kann man ja vielleicht alle 5 Jahre wechseln, weil man anders innen drin wohnen will. Genau, das sind spannende Themen. Was du ansprichst, ist auch wichtig, dass sozusagen die Migration ein globales Phänomen ist. Das heißt, wir müssen auch nicht nur unseren Hightech-Kontext anschauen, sondern auch, wie andere Bereiche der Welt mit diesen zukünftigen Herausforderungen umgehen. Und auch da ist das ein spannendes Thema, wie eigentlich Architektur entsteht. Das heißt, wer baut wirklich? Also sind das die großen Firmen oder sind das vielleicht auch die kleinere Organisationsformen, kann ich sozusagen auch in der Gemeinschaft Architektur entstehen, ohne dass man sofort sozusagen eine große Investition tätigen muss. Und da, auch da ist dieser Werkstoff natürlich super interessant, weil man ihn natürlich theoretisch wie ein Lehmziegel entstehen lassen könnte. Es gibt noch da ein paar Herausforderungen, keine Frage, aber der Pilz ist ja auch in jeder Region wie ich das verstehe, in jeder Region der Welt unterschiedlich. Das heißt, es gibt auch dann vielleicht eine neue lokale Baukultur, die da entstehen kann. Also die Logik ist im Prinzip, also es gibt 6 Millionen Pilze so weltweit und man hat, was ich, weniger als 1% überhaupt erforscht, beforscht und hat irgendwie eine Idee, wie die ticken. Und einige von denen wachsen quasi auf totem pflanzlichem Material. Das sieht man, wenn man in den Wald geht, spazieren geht, und dann sieht man manchmal an diesen halbtoten oder komplett toten Bäumen diese riesigen Fruchtkörper. So, und die Pflanzen oder die Flora sozusagen in Indien oder in Nordamerika oder in Südafrika oder in Europa ist dann ganz andere als hier in Deutschland, in Berlin, Brandenburg. Und demzufolge wachsen dann quasi auch andere Pilze an den entsprechenden Bäumen. Und unsere Logik ist quasi die, dass wir hier in Berlin mit einem Pilz arbeiten, der nennt sich Zunderschwamm. Der ist halt quasi gut verbreitet hier, aber eigentlich auch in der nördlichen Hemisphäre. Und wächst wunderbar auf Birken, Buchen, also auch quasi Bäumen hier in der Berlin-Brandenburger Region. Und quasi alles, was wir jetzt mit Sven entwickeln an Ideen, wie man zukünftig bauen kann oder auch dämmen kann, kann man quasi übertragen auf ähnliche Pilze, die auf ähnlichen Pflanzen dann in anderen Ländern wachsen, aber die quasi die Protokolle für die Kultivierung oder die Protokolle, wie baue ich was, wie kann ich durch digitales Design die Trageigenschaften, ja, ermitteln, verbessern. Das denken wir, sind quasi Ansätze, die man eins zu eins übertragen kann, als eine Art Blueprint. Oder? Genau. Und was noch sehr, sehr interessant ist, dass man ja die Pilze auch einstellen kann. Also ihr könnt ja die Eigenschaften dieser Pilze verändern. Und in der Bauindustrie, im Bauen ist es wichtig, dass man sozusagen einerseits dämmt, andererseits trägt, ganz viele unterschiedliche Funktionen, in diesem Fall eben in einem Werkstoff, also sozusagen als wirklich ein komplexes Bauteil herstellen könnt. Und da haben wir damals überlegt, um quasi zu überzeugen, dass, und auch selber herauszufinden, ob tatsächlich Ziegel oder Baumaterialien aus diesen Pilz-Pflanzenkompositen tatsächlich besser sind oder anders performen als Beton, haben wir gesagt, okay, wir stellen mal solche DIN-genormten Ziegel her, ne? Das heißt, du hast die Außenform gemacht. Genau, das sind eigentlich Ziegel, die man auch so in der Materialwissenschaft für Tests benutzt. Was wir aber gleichzeitig noch gemacht haben, wir haben experimentiert, wie man diese Ziegel zusammensetzen kann. Das heißt, es gibt so eine Art Nut- und Federsystem, dass sie sozusagen zusammensteckbar sind. Aber im Prinzip ging es darum, das ist sozusagen eine Art Verhandlungsgegenstand. Da wird sozusagen von uns vielleicht ein Bausystem definiert. Und dann kommen natürlich die verschiedenen Materialien zustande. Das heißt, hier gibt es ganz unterschiedliche
Eigenschaften von den Aggregaten und den Pilzen, so wie ich das verstehe. Ja, genau, weil die, die sehen ja unterschiedlich aus, die beiden Ziegel, obwohl die Form identisch ist. Und der Unterschied kommt daher, dass wir hier mit Hanf gearbeitet haben als Abfallsubstrat und hier mit Rapsstroh. Und beide, wie gesagt, hier aus der Berlin-Brandenburger Umgebung. Und der Gedanke war sozusagen, Ökobilanzen zu ermitteln und das gemeinsam mit dem Fachgebiet von Matthias Finkbeiner, Sustainable Engineering an der TU Berlin, im Vergleich zu Ziegeln aus Ton, aus Beton. Und die Bilanzen sehen natürlich günstiger aus für diese Materialien, weil wir hier zum Beispiel die höchste Temperatur, mit der wir arbeiten, ist 70 Grad in der Herstellung von Betonziegeln. Sind das 1400 Grad. Wir verbrauchen sehr wahrscheinlich auch viel weniger Wasser und so weiter und so fort. Das sind jetzt auch noch alles Forschung, die läuft sozusagen, aber sozusagen die Grundidee für uns war eigentlich, komm, lass uns mal mit diesen Ziegeln starten. Wir haben auch erste quasi Stabilitätstests mit den Werkstoffwissenschaftlern, mit der Professor Claudia Fleck durchführen lassen, die uns sagen, dass das hier eigentlich 100 bis zu 200 Kilo Kräfte wirken können, ohne dass das kaputt geht. Was aber nicht heißt, dass wir mit diesen Ziegeln tatsächlich bauen wollen, oder? Genau, also was ganz interessant ist, der Ziegel ist ja ein Baustein, der aus einem Maß der Hand kommt. Also das heißt, man kann diesen Ziegel sozusagen mit der Hand verlegen. Dieser Baustoff ist aber sehr, sehr leicht. Das heißt, vielleicht sind die Platten viel größer, die man damit einsetzen Ich habe es gewogen, 161 Gramm. Also so viel wie ein Handy. Na, oder wie anderthalb Tafeln Schokolade. Genau. Gar nichts. Eigentlich gar nichts. Sehr leicht. Nein, aber, auch praktisch gesprochen, also es ist nicht nur sozusagen, dass die leicht sind und trotzdem Stabilität vermitteln können, sondern was jetzt Sicherheit betrifft, sind diese Materialien sehr schwer entflammbar. Ja. Das weiß man schon für andere Pilzkomposite, das haben andere schon beforscht. Diese Tests laufen jetzt bei uns an, aber die Idee ist sozusagen, dass man auch im Bereich Brandschutz viel neuere, bessere Maßstäbe legen kann, weil einfach Häuser, sollte es brennen, müssten höhere Temperaturen erzeugt werden, damit das überhaupt entflammt, und wenn es dann brennen würde, entsteht auch weniger Kohlenmonoxid. Der andere wichtige Gedanke, der auch für sicheres Bauen relevant ist, bei einem Erdbeben oder bei Stoß, wenn wir diese Kräfte aufwirken, wenn ich jetzt Karate machen würde, würde ein Betonziegel, der würde halt zerbersten, und hier, das nennt man Energiedissipation, verteilt sich die Energie und macht einfach nur so ein bisschen Knirsch, aber das große Ganze bleibt eigentlich erhalten. Demzufolge versprechen wir uns viele Vorteile von dieser Bauweise, und wie gesagt, der Clou an der Sache ist, wenn die Familie oder die Person dieses Gebäude oder diese Zimmeraufteilung nicht mehr möchte, häckselt man das irgendwie klein, bringt es auf den Kompost, mhm, und dann sorgen andere Pilze dafür, dass das alte Haus, das alte Möbelstück vielleicht auch, zur Erde wird. Genau, das ist sehr, sehr spannend, was man natürlich auch überlegen muss. Wir werden wahrscheinlich nicht die gesamte Bauindustrie durch dieses Material zunächst ersetzen, vielleicht später. Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber es geht eben auch darum, wie können wir in jetzt heutigen Prozessen schon dieses Material verwenden, weil es gibt auch die ersten Anwendungen, viel im Innenraum. Und da ist zum Beispiel die Frage, dieses Material hat tolle Eigenschaften, wenn es darum geht, mit anderen Werkstoffen zusammenzukleben, sozusagen. Naja, und hier kommt doch auch deine 3D-Druck, der additive Manufacturing auch ins Spiel. Ne? Also wenn man sich jetzt vorstellt, das wäre Beton. Genau, dann könnte man die sozusagen einfüllen. Hätte im Prinzip ein integrales Bauteil, was eine Dämmung und eine Schutzfunktion hat. Genau, und unsere ersten Daten deuten auch wieder drauf, dass der Pilz auch in der Lage ist, so ein bisschen in diesen Beton reinzuwachsen und dadurch quasi funktioniert wie ein Kleber, wie ein Binder, wie Mörtel. Also man spart sich theoretisch den Mörtel. Genau. Ja. Was ich ja so verstanden habe, dass der Pilz zunächst erstmal sozusagen durch die Erhitzung auch inaktiv wird, dass es aber durch Aufbringen weiterer Pilze auch möglich wäre, diese Bauteile gewisserweise zu vernetzen wieder.
das kann man machen. Oder eine andere Idee ist, also wenn das jetzt eine Wand wäre und man bringt seine Bilder an, ja, seine Kunstbilder, und irgendwann ist alles voller Löcher, weil man die Nägel, dann könnte man quasi könnte man mit ein bisschen Pflanzensubstrat und ein bisschen neuen lebenden Pilz das quasi animpfen und dann schließt sich das Loch. Das wäre auch eine Möglichkeit. Selbstheilung. Selbstheilung. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, Richtungen, in die wir denken, und das wird jetzt auch noch gestärkt durch das Science Art Collective, welches wir gegründet haben. Genau. In dem eine ganze Reihe von Forscherinnen und auch Künstlerinnen zusammenarbeiten. Das heißt, das Projekt hat natürlich einen inzwischen schon ziemlichen Umfang angenommen, auch von Personen, die da mitarbeiten, aus anderen Fachrichtungen, und die Ziele sind ambitioniert. Genau, und vorrangig, was uns wichtig ist, halt auch viele Studierende, weil wir jetzt auch in den letzten Jahren festgestellt haben, dass eine unglaubliche kreative Kraft von Studierenden ausgeht. Mhm. Das heißt, in unserem Science Art Collective sind quasi ganz demokratisch Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiter und Sven und ich dabei, und jede Idee zählt und jede wird versucht umzusetzen. Und im Moment bauen wir also wie gesagt, nicht mehr mit diesen klassischen Ziegeln, sondern wir versuchen mit diesen hexagonalen, modularen Strukturen verschiedene Dinge zu bauen, die wir hoffen, das Licht der Welt im nächsten Jahr erblicken werden. Genau, da arbeitet im Moment der Christian Schmitz von unserem Fachgebiet dran, sozusagen eine parametrische Hülle zu erstellen, die wieder in Einzelteile zerlegt werden kann und dann in diesem Fall mit einem Holzrahmen, wie so eine Art Fachwerkstruktur zusammengesetzt werden kann. Aber auch da geht es dann natürlich darum, wie kriegen wir dieses Element sozusagen auch produziert. Da gibt es dann so ganz scheinbar banale Fragen, die aber die Produktion natürlich komplex machen, und die müssen wir jetzt nach und nach lösen. Genau, aber was uns halt auch wichtig ist, ist quasi die Einbindung der Künste, weil die Fragen, die uns halt auch interessieren, ist wie, im Prinzip mit der Gesellschaft müssen wir ja diskutieren, also wie kann die Zukunft aussehen, wenn man sich vorstellt, okay, also ich esse nicht nur Pilze oder ich trinke nicht nur Wein und Bier aus Pilzen, sondern jetzt fange ich mich auch noch an, in Pilze zu kleiden, oder ich wohne auch in Pilzen. Wie lässt sich das mit der Vor-, also ja, wie lässt sich das in der Gesellschaft quasi integrieren, und was ist deren Vorstellung? Und da sind die Künste ja natürlich auch besonders geeignet dafür, so Traumwelten, Gegenwelten zu evozieren und quasi für uns die Diskussionsgrundlage zu schaffen, damit wir ja mit der Gesellschaft in Kontakt treten können. Also deshalb ist uns beiden auch die Einbindung der Künste und des Designs sehr wichtig. Also was für uns Architektinnen und Architekten immer faszinierend ist, natürlich die Rigorosität, mit der Wissenschaft mit diesen Themen umgeht, sozusagen wesentlich strenger, könnte man teilweise sagen, und viele Begriffe verwenden wir auch, Labor, Experiment, bewerten sie aber ganz anders, und bei uns ist ein Experiment zum Beispiel etwas, was man jetzt nicht unbedingt zweimal machen muss, sondern man hat sozusagen ein Resultat, und in der Wissenschaft ist das meines Wissens sozusagen einfach anders gelagert, wenn man etwas herausfinden will und verifizieren will. Und aber diese leichten Unterschiede sind auch das, wo eben jetzt auch in unserem Dialog, glaube ich, sehr, sehr viel kreativer Spielraum entsteht. Dass wir sozusagen auch teilweise dann versuchen, Techniken aus der Wissenschaft zu verstehen und auch zu anzuwenden. Und du bist ja sowieso eine Grenzgängerin. ich versuche Grenzen zu überschreiten, weil ich halt auch immer denke oder auch die Erfahrung gemacht habe, wenn man das tut, ist einfach der also diese Horizonterweiterung bringt immer neue Chancen und neue Möglichkeiten. Aber ich glaube, wir sind gar nicht so weit entfernt, also in unseren Arbeits- und Denkweisen, weil wir denken, also meine Vorstellung von der Architektur, korrigiere mich, ist sehr vom Ende her gedacht, so wie wir, also sehr produktorientiert. Ihr wollt ein Haus bauen, wir wollen ein biologisches Produkt quasi herstellen. Euch interessieren mehr die technischen Fragen, aber uns interessieren ja auch technische Fragen, die wir über die Biologie einstellen. Und ich glaube, das Verbindeelement, ein starkes Verbindeelement ist dieser Designgrundsatz Form follows Function, der bei uns übersetzt hieße Form follows Gene Function. Also wir untersuchen quasi
die Biologie der Pilze auch. Also es ist ja nicht zufällig, dass wir den einen oder anderen Pilz auswählen, sondern wir versuchen auch die Biologie des Pilzes zu verstehen, genau bewusst zu entscheiden, warum dieser. Und das basiert natürlich auf dem Verständnis, wie ticken diese verschiedenen Gene und wie funktionieren die. Und darüber können wir halt auch die Kultivierungseigenschaften und auch das quasi dieses Myzelennetzwerk einstellen, damit die Kultivierungszeiten kürzer sind und vielleicht bestimmte Materialeigenschaften, die Porosität und so weiter, verändert wird. Also ich glaube, was ihr an technischen Ideen habt, und Experimenten sind bei uns irgendwie biologische Ideen und Experimente, aber auf jeden Fall die Zielgerade ist immer die gleiche. Ja, ja. Oder? Genau, ich glaube auch da ergänzen wir uns eigentlich sehr gut. Es gibt natürlich auch in der Gestaltung immer diesen Moment, dessen, was nicht komplett erklärbar und begründbar ist. Also das heißt, dass sozusagen, dass dieser Moment auch einen Platz hat in diesem Prozess, ist glaube ich auch sehr wichtig. Und interessanterweise gibt uns das Material ja einiges vor. Das ist sozusagen, findet teilweise eben auch seine Form und ist jetzt nicht sozusagen in allen seinen Kleinheiten komplett bestimmbar oder sozusagen komplett vorhersehbar. Stimmt.